Hallo Freunde, wir sind der Bodo und der Q und wir haben Dienstag unseres großen China-Halls, also wem der Begriff Hall, das stand auch gestern zu einem Titel, nicht sagt, das machen für gewöhnlich Fashion-YouTuber, also Modemenschen, die kaufen dann bei irgendeinem Shop ganz viele Sachen und irgendwie Ziel ist, möglichst viel zu behalten oder wieder zu verwerten oder was halt sonst zurückgeschickt wird. Dasselbe haben wir jetzt mit einem chinesischen Händler gemacht, haben lauter Sachen bestellt, die unter 5 Euro waren. Und heute, gestern hatten wir ja schon die Bürste, heute haben wir einen Fertigkopfverdampfer aus den Ursprüngen der TPD2. Auch mal Oldschool-Hersteller, für mich das so ein bisschen nostalgisch. Ja, der ist leider aktuell, kommt da nicht so viel Brauchbares. Es geht um den Kangatech CL-Tank 4.0. Genau. So, Verpackung ist relativ langweilig. Einmal CL-Tank, ein ND200-Coil und ein SS316-Coil und ein Handbuch. Wow. So. Warum das Ding CL-Tank und warum TPD2? Das CL steht für Child Lock. Es hieß ja damals, die Geräte sollen auslaufsicher und sonst irgendwas sein. Der ist auslaufsicher und der hat halt eine Kindersicherung. Mhm. Den gab es auch in der TPD2-Version mit 2 ml, als die Hersteller das alles noch nicht verstanden haben, worum es da geht. Wir packen jetzt einfach mal aus. Das grundsätzliche Prinzip dürfte euch bekannt sein. Wenn ihr noch nichts von Kangatech gehört haben solltet, ist das vielleicht nicht ganz so verwunderlich. Die waren früher, was heißt jetzt vor ein paar Jahren, waren die eigentlich relativ groß im Geschäft und haben ziemlich viele Geräte rausgehauen, die eigentlich jeder irgendwie mal in der Tasche hatte. Mhm. Die haben auch, red erstmal weiter. Haben aber mega abgebaut einfach über die Jahre. Ja, kommt nicht mehr viel Neues, nichts Innovatives zumindest mehr. Aber man muss ja doch, zwei, drei Sachen waren innovativ, aber die waren halt so technische Grütze. Also die haben damals quasi eine Art Revolution angezettelt. Dieses Ganze, wir haben einen Fertigkopfverdampfer mit Selbstwickeleinheit. Das haben wir Kangatech zu verdanken. Genau, Sub-Ohm-Tank. Der Sub-Tank. Genau, Sub-Tank. Ja, genau. War ein 25 mm Verdampfer mit, ich glaube, 7 ml Volumen, ja, wo eine Single-Coil reingepasst hat. Später gab es dann den Sub-Tank Mini, der hat super geboomt. Später dann der Top-Tank Mini. Wobei bei dem Sub-Tank, das waren auch so Geschichten, da haben wir noch damals die Hülsen von den RBAs haben wir stellenweise aufgebohrt, damit wir den Nachfluss verbessern können. Genau, und so, das war fast schon Pionierzeit. Ja, das war noch alles in den Kinderschuhen mehr oder weniger. Aber es war cool und diese Sachen waren auch cool. Und die haben auch inzwischen, die haben einen Verdampfer, da kannst du in einem Fertigcoil auch die Watte wechseln. Ist nur hierzulande nie auf den Markt gekommen, hat sich nicht durchgesetzt irgendwie. Dann waren die ersten, die eine quasi Budget geregelte Squonker Box rausgebracht haben. Genau. Die Drip Box. Da waren schon ein paar schöne Sachen bei, aber hat sich leider mit der Zeit in den Geist der Zeit. Also, um mal zurückzukommen, wir haben hier ein Betriebshandbuch auf, warum auch immer, Französisch. Und auf Englisch, gut. Dann Warranty, Scratchcode, tralala. Und dann haben wir jetzt hier, fangen wir mal mit dem Coil an. Das ist der ND200 Coil. Das dürfte vielleicht einigen von euch bekannt vorkommen. Das sieht im Prinzip aus wie ein Coil von einem Kubis von Joytech. Die sahen schon vorher bei Kangatech so aus. Nur war der Pin, meine ich, ein bisschen länger. Ja, die waren vor allem zum unten reinschrauben. Und ihr werdet sehen, warum die Ähnlichkeit mit dem Kubis da ist, denn das ist der Tank. Ja, also die Ähnlichkeit ist durchaus nicht abzustreiten. Wir haben eine, ich zeig's mal kurz, warte, wo ist es denn offen? Da, eine stufenlos einstellbare Airflow. Und da haben wir auch direkt dieses Child Lock, weil ich kann das hier drehen, bis ich möchte, also so lange wie ich möchte. Ich muss es runterdrücken, dann hakt es irgendwann ein und dann kann ich es festdrehen, was ich jetzt nicht wollte. Und dann kann ich es erst rausdrehen. So, und da haben wir unten den Coil dran. Genau. Was ihr beim Coil hier ganz gut sehen könnt, relativ große Liquid-Kanäle. Oder, also, sie sind nicht die kleinsten auf jeden Fall. Ja. Ne? Der Coil an sich ist auch relativ groß, finde ich jetzt. Ja. Auf jeden Fall ordentlich. Ich will jetzt mal sagen, wir nehmen den SS-Coil, weil ich habe jetzt keine Box gerade hier, die Nickel. Also habe ich schon, aber ich möchte keinen. Hast du da was zum Reinschütten? Ja.
Achso, du nimmst den. Genau. Den lassen wir hier. Ganz genau. Den Nickelkeul lassen wir, weil Temperatur, das macht keiner. So, ich befeuchte den jetzt mal ein bisschen von beiden Seiten, von oben und unten. War das nicht auch der, wie hieß die All-in-One-Box, die du mir mal gegeben hattest? Cuboid? Nein. Nein, die ich dir gegeben habe? Das war die E-Grip. Wurde auch, genau, da war ja auch. Da genau, das sind die Cords von Kubis. Da ist der Kontakt, wird halt unten nicht verschraubt, der Pool, sondern der liegt später nur noch auf. Mhm. Ja, weil ihr praktisch den Coil. Ja, deswegen gibt es, vielleicht kannst du das einmal zeigen, gibt es außen am Verdampfer auch eine Maximallinie. Auf welcher Seite ist sie da? Das könnt ihr wahrscheinlich schlecht sehen, weil es schwarz, rot auf schwarz gedruckt ist. Sonst halt man näher an die Kamera. Ja, ich glaube nicht, dass das hilft. Gut, das ist nicht schlimm. Da gibt es auf jeden Fall eine Markierung, weil wenn ihr das Ding nachher wieder zuschraubt, die Markierung ist hier, ich zeige euch das mal, da. Ihr seht euch wundern, wie da ist nur der halbe Tank gefüllt. Wenn ihr aber den Verdampfer mit der Topcap aufschraubt, dann ist das Ding rappelsvoll. Ja, weil so ja. Wasserverdrängung und so. Genau. So, dann machen wir jetzt mal ein bisschen was hier in den Tank. Ja, komm, ich schraub dann schon mal wieder zusammen. Ja. Liquid übrigens jetzt, wie also zumindest für dieses Video, Bazooka Sour Straw Ice Strawberry. Schönen Gruß an Eddie und Also. Unser Tasting-Video zu den Bazookas hat ja leider nicht funktioniert. Ist aber nicht ganz so schlimm, das kommt ja, glaube ich, nochmal. Ja, wir kriegen nochmal Nachschub, weil unsere Proben, also wir haben halt 10 Milliliter pro Sorte von denen bekommen und dann haben wir es aufgenommen und dann haben wir die angefangen wegzudampfen. Und ja, dann haben wir gemerkt, huch, da war ja kein Ton. Deswegen sind wir jetzt auch heute immer noch ohne Mikro. Genau. So. Nehmen wir deinen Akkuträger oder? Ja, machen wir. Ich hab den aus einem ganz besonderen Grund. Gerade hier. So, also hier steht auch drauf 15 Watt bis. Was ist das? 50 oder 60? Das ist schon wieder grauen Stau, oder? Na, da ist so ein Macke drin. Ich würde sagen 60. Okay, gut. Aber 15 bis 60 ist natürlich auch eine harte. Wir lassen erstmal auf 30 stehen, oder? Ja. Ach komm, 35 macht ja sonst keinen Spaß. Ach ja, da hier war ja der Scheiß. Genau. Die wunderbare Plus-Taste ist ja hier auf der linken Seite und nicht auf der rechten. Ach ja, 15er Drip-Tip. So, Entschuldigung. 15er Drip-Tip ist auch abnehmbar mit einem O-Ring gesichert, wen das interessiert. Wundert euch nicht, dass ich gerade ein bisschen irgendwie unkoordiniert vonstatten läuft, aber. In der Regel machen wir ja. So ist das halt, wenn man das zum ersten Mal benutzt. So. Airflow voll auf, 35 Watt. Ich glaube, der hat, steht da drauf, wie viel Millimeter der hat? 22. Das ist ein 22 Millimeter Tank mit 4 Milliliter, das ist anständig. Mhm. Also, gut, er ist halt auch echt hoch. Er sieht auch echt bescheiden aus auf der Box. Das tut er, aber das liegt an der Box. Nein, das liegt nicht am Verdampfer mit oder so. Okay. Also es ist auf jeden Fall schon mal dasselbe Problem wie beim Pharao, was ich damals da bemängelt habe. Wenn nur auf einer Seite das Zuggeräusch ist, habe ich das Gefühl, mit meinem anderen Ohr stimmt was nicht. Da müsste ich wahrscheinlich den Verdampfer anders halten. Aber... Das hat sich wahrscheinlich ein bisschen eingefunden. Was sagst du? Ja. Für unter 5 Euro vollkommen vertretbar, aber mehr als 10 würde ich für ihn auch nicht ausgeben. Also was ich jetzt gerade sagen muss, das kann auch an dem Eis liegen, aber das ist 0 Milligramm Liquid und ich habe einen Flash. Nee, ich nehme aber... Irgendwie bleibt der Geschmack ein bisschen auf der Strecke. Definitiv. Ich gehe mal hoch jetzt auf 40. Genau, wir... Aber warte, ich probiere noch mal kurz, ob der auch... Okay, mit wenig Airflow ist er mit dem Call auf jeden Fall auch Backe geeignet. Gibt weniger mal ein bisschen. Ja, gibt dem Affen mal Zucker. Mhm. Ja, jetzt sind wir bei 45 Watt. Und nicht, dass der Verdampfer gleich in ein Klümpchen Metall endet. Also die Dampfentwicklung ist moderat, jetzt kommt mehr Geschmack durch. Hm. Schauen wir mal. Also bis jetzt muss er mich auf jeden Fall noch überzeugen. Ja, also da ist... Wir dürfen nicht vergessen, es ist ja im Prinzip ein Anfängergerät und ein Einsteigergerät. Ich sag ja, für die 5 Euro ist er okay. Ja. Vielleicht würde ich noch 10 dafür ausgeben. Also der dann hat ist auch die Schmerzgrenze erreicht, glaube ich. Also der hat auch tatsächlich 5 Euro, also 4,99 gekostet. Also als Notfalltank oder so,
Ist ja, glaube ich, ganz gut. 4 Milliliter ist ordentlich. Ist mehr, als mancher aktuelle Selbstwickler hat. Und er ist halt idiotensicher. Kommt nur auf den Idioten an. Ja. Also keine klare Kaufempfehlung, aber ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, lasst auf jeden Fall die Finger. Man muss auf jeden Fall sagen, ich glaube, für einen Anfänger ist es wirklich, wenn man nichts erwartet, kann man auch eigentlich nicht viel falsch machen, sage ich jetzt mal. Wenn man da jetzt schon andere Preis-, Verarbeitungs- und dampftechnische Klassen gewöhnt ist, dann wird man mit ihm auf jeden Fall nicht glücklich. Klar, das muss man natürlich dabei sehen. Aber zu etwas, womit wir hoffentlich glücklich werden, kommen wir dann morgen.